Grüß Gott allerseits zum fünften Lauf der OSR-Meisterschaft 2015-2016. Wir sind in Bathurst am Start und ja, gehen wir ohne Umschweife direkt auf das Qualifikationsergebnis ein. Denn das hatte einen überragenden Pole-Setter, das war Kane mit einer 1:58.074. Hatte eine Sekunde Vorsprung auf Andy, der Zweiter wurde. Renner auf 3, Elias 4., MF 5., VSI, bester BMW auf 6, Hater 7., A-Cup 8., Speedy 9. Herzlich willkommen auch Ike86 Number One, oder auch besser bekannt als Gamecore HD, bei seinem ersten Rennen in der Meisterschaft. Smeddy 11., Grobi 12. und Feuergutschlag 13. Der hatte keine Zeit geschafft. Und ja. Das verspricht uns trotzdem ein spannendes Rennen, auch wenn der Kane doch ziemlich überragend in der Quali war. Aber lassen wir uns mal überraschen, es ist ja viel, viel möglich in den Rennen. Und starten wir mal direkt rein. So, dann sind wir auch schon kurz vor Rennstart. Ich muss mal gucken, dass wir noch eine Ampel erwischen, aber ich glaube, hier gibt es keine Ampel. Würde mich jedenfalls wundern. Hier in Bathurst natürlich die Besonderheit, hier sind die Startplätze nicht versetzt, sondern sind nebeneinander. Das heißt, der Zweitplatzierte startet auf gleicher Höhe wie der Erstplatzierte. Nur dass der Erstplatzierte natürlich in Anführungszeichen Vorteil hat, um zu starten. Und los geht's. Vor eine Ampel. Gut. Was will man machen? Enges Duell in die erste Kurve rein. Kane kann die Spitze wohl behalten. Dahinter Elias greift bereits Renner an, habe ich gesehen. Sonst ist hinten wohl soweit alles noch gut gegangen. Ganz vorne wird es jetzt interessant, weil Andy Kane angreift. Aber das kann Kane wohl abwehren. Ja. Dahinter VSI hat eine Position gut gemacht. Akap hat, glaube ich, eine Position gut gemacht. Ike hat auch eine Position gut gemacht. Schauen wir mal ein bisschen durch. Es sind soweit auch wieder alle, so wie es aussieht, gut durch die erste Kurve durchgekommen. Ja, das komplette Feld ist heil geblieben. Oh, aber da. Oh, da wird es schon ganz eng bei Grobi und Smeddy. Ich hoffe, da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Ist natürlich schwierig hier. Wir sind hier in Bathurst, der einzigartigen Strecke, auf der es bergauf und bergab geht. Quasi. Den Anfang der Runde bergauf, gegen Ende der Runde geht es bergab. Und die Leitplanken sind auch sehr, sehr nah. Die Strecke ist nicht unbedingt die breiteste im Kalender. Und ja, das macht es im Rollen auch nicht ganz einfach, weil die Autos vielleicht gerade so nebeneinander passen. Das sieht man, hat man gerade ganz gut bei Renner gesehen. Und das macht vor allem die Fehleranfälligkeit doch sehr, sehr problematisch. Auf den meisten Strecken kennen wir das ja mit den asphaltierten Auslaufzonen. Hier haben wir fast null asphaltierte Auslaufzonen. Schwieriges Wort. Oder hinten ist einer fliegen gegangen. Hinten ist einer fliegen gegangen. Es ist nicht Grobi, es ist Smeddy. Smeddy hat einen Schaden hinten links. Das ist Ende der langen Geraden. Schwer zu sagen, aber muss eine Berührung gehabt haben. Ob es da einen Unfall gab? Oh, ganz hinten ist auch wieder was passiert. Das sind Grobi und Feuergutschlag. Oh, Grobis Auto auch total im Eimer. Genauso wie Gutschlag. Das Auto ist auch fertig. Ich meine, die hat jetzt natürlich den Vorteil, dass er gleich an die Box konnte, aber die beiden, die müssen sich da jetzt natürlich durchkämpfen. Ja, nicht ganz einfach jetzt am Anfang die entsprechenden Kampfgruppen zu finden. Und nochmal zum Thema zurück, ja, die Autos, die gehen halt hier schnell gut. Hat man gerade bei Speedy auch gut gesehen, der hier an der Wand angelehnt hat. Die Leitplanke ist ganz, ganz nah und ein Fehler versetzt einmal das Auto leicht. Und man schlägt doch ein bisschen zu hart in die Leitplanke ein. Dann ist das Auto kaputt. Wir haben ja Schaden schwer. Und Speedy, ja, nutzt hier fast die einzige asphaltierte Auslaufzone aus. Also versuchen wir uns hier mal ein bisschen ein Bild zu verschaffen, wie denn die Konstellation ist.
Wir haben vorne Kane, der sich schon ein bisschen abgesetzt hat von Andy. Da ist Renner doch im Respektsabstand dahinter. Und dann klafft doch eine größere Lücke zu Elias, der VSI im Nacken hat. Dahinter ist MF. Aber jetzt bleiben wir mal bei VSI Elias. Ich glaube, da könnte es gerade eng werden. Ja, aber jetzt VSI mit einem kleinen Fehler quer gestanden. Ja, an sich laden die langen Geraden doch sehr dazu ein, Windschattenschlachten zu liefern und sich zu überholen. Natürlich braucht das Auto da auch den entsprechenden Topspeed. Nur mal nochmal zurück. Ja, MF, Hater, das sind alles so Respektsabstände. Es sind jetzt noch keine großen Kampfgruppen. Speedy ist einer am nächsten bei A-Cup dran. Könnte auch noch interessant werden. Aber bleiben wir doch mal beim Kampf um Platz 4. Ich glaube, das ist das Spannendste, den wir gerade haben. Was auch wieder interessant wird, übrigens Guschlack und Probi jetzt in der Box. Nein, was auch interessant wird, eben die Box, die Strategie. Wie verfolgt man die Strategie? Wann geht man in die Box? Beziehungsweise geht man überhaupt in die Box? Das ist die große Frage hier. Weil wir haben ja trotz aller Enge einen sehr schnellen Kurs. Die Reifen bauen teilweise von Auto zu Auto unterschiedlich stark ab. Und wir haben es ja bereits in Motegi gemerkt, da sind die Strategien auch deutlich auseinandergegangen. Mal ist einer in die Box gegangen, mal ist keiner in die Box gegangen. Speziell im zweiten Lauf waren dann nachher die im Vorteil, die eben nicht an der Box waren. Außer allgemein tun sich die Leute hier jetzt gerade noch schwer mit zwei Kämpfen. Ist zwar alles recht eng beisammen, aber so richtige Angriffe gibt es ja noch nicht. Fehlt auch noch ein bisschen die Vorsicht. Ja, speziell die BMW, ich bin jetzt auch schon länger bei VSI, sind doch bekannt dafür, reifenschonend zu sein. Also waren im Motegi mit die stärksten Reifenschonender. Da war ist speziell Guschlack aufgefallen mit seinem zweiten Platz eben im zweiten Motegi-Lauf. Kann natürlich alles eine Rolle spielen, wir können ja mal die Reifen so durch die Bank durchbeobachten, da wir jetzt auch noch keine riesigen Duelle haben. Und wir sehen hier bei Andy, sehen wir schon, vorne rechts geht der Reifen bereits auf 9 runter. Bei Kane auch. Bei Renner eben noch nicht. Dahinter auch noch nicht. Selbst bei MF noch nicht. Das sieht man auch, dass es im Team Unterschiede gibt. Hinter Hater klafft jetzt auch eine größere Lücke zu A-Cup. Speedy hat da noch auch wieder ein bisschen abreißen lassen müssen. Genauso wie Ike. Und dahinter können wir uns auch mal kurz angucken. Smeddy, Guschlack und Probi. Auf ihren einsamen Wegen. Was natürlich auch ein Vorteil für die Frei sein kann, weil wir wissen ja, im zweiten Lauf, wir haben umgekehrte Startreihenfolge. Und ich merke jetzt gerade auch, ich darf nicht so viel in dem Rennen hin und her schalten. Denn das Spiel ist doch ein bisschen überfordert mit der Grafik. Zumindest wenn die Abstände so groß sind. Aber ich bin hier ein bisschen auf der Suche auch nach dem Duell, nach den Kämpfen. Auch selbst Elias hat sich jetzt vom VSI abgesetzt. Da ist MF mittlerweile noch ein bisschen näher dran, beziehungsweise am F ist Hater dran. Und ganz hinten habe ich gesehen, ist Speedy wieder ein bisschen näher an A-Cup dran.
Also man hat so ein bisschen das Gefühl, alle warten so ein bisschen ab, bis die große Phase der Boxenstops beginnt. Ich würde sagen so 6 Minuten. Wer dann in die Box gehen wird und wer nicht, das ist eben das Entscheidende, beziehungsweise auch wann. Weil sollte jemand einen frühen Boxenstopp wagen und jemand anders eben nicht oder vielleicht auch sie noch viel Zeit lassen, kommt der Frühstopper quasi mit dem Verkehr raus. Das ist Essig mit den frischen Reifen ausnutzen. Am engsten sind wirklich die beiden hier beisammen, Arkab und Speedy. Ist natürlich auch schwierig hier durch den Leitplankendschungel. Speziell hier bergab, da war Speedy zweit draußen. Wenn er einen Angriff wagen will, dann muss er es jetzt quasi vorbereiten, denn jetzt haben wir die letzte Haarnadel. Da muss er quasi den Sprung rausnehmen, das sah gar nicht so schlecht aus. Dann hat er die Chance, ja, das sieht jetzt doch gar nicht schlecht aus. Jetzt hat er genügend Windschatten und wenn er dann gleich ausschert, dann kann er Arkab angreifen. Und sie sind nebeneinander. Oh, da gab es glaube ich leichten Kontakt. Da muss man sich natürlich auch einig sein. Weil dieser Rechtsklick. Oh, da steht einer. Da steht einer. Da steht einer. Das ist Speedy, glaube ich. Nee, 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 das kann ja gar nicht sein. Wer war denn das, der da stand? Ja, das ist Guschlag. Guschlag. Ah, das Auto ist doch total im Eimer. Wenn ich jetzt mal wieder Bild krieg, da schleppt sich jetzt gerade die Box. Ist natürlich ganz, ganz bitter für ihn, nachdem er so zwei klasse Rennen gefahren hat. Und was mir auch entgangen ist, ist, dass Renner an Andy vorbeigegangen ist. Ja, viel Schwarzbild, das braucht auch eine Zeit lang, bis sich das wieder hat. Hier, und ist sogar relativ deutlich. Oh, ich hätte schon umschalten können. Gucken wir mal ganz kurz auf die Abstände. Und Kane, gehen wir gerade vom ersten aus. Kane mittlerweile mit 3 Sekunden Vorsprung auf Renner und 5 auf Andy. Kane auch mit der schnellsten Rennrunde, 1,58,4. Damit über eine halbe Sekunde schneller als der zweitschnellste. Also der fährt hier wieder ein dominantes Rennen. Wir haben hier hinten wieder was passiert ist. Dem Arkab ist wieder an Speedy vorbeigegangen. Und zwar irgendwie im Geschlänge. Ich vermute, dass da Speedy irgendeinen Fehler drin hatte. Aber jetzt kommt eben wieder der Angriff. Arkab diesmal auf der Innenseite für den Rechtsknick. Versucht es ein bisschen anders zu machen. Das ist jetzt natürlich heikel, da müsste ich eigentlich sein. Oh. Ah, richtig heikel. Speedy da fast mit dem Abflug. Da war er schon mit 2 Rädern im Gras, also das war echt kurz davor. Und er geht wieder, beziehungsweise bleiben wir mal kurz bei denen. Die Streithähne zeigen gerade das beste Duell des Rennens bisher. Aber jetzt kann Arkab wieder kontern. Ja, jetzt ist er dran. Macht Speedy den Band dicht? Nein, sieht nicht so aus. Arkab greift an. Ah, oder doch nicht. Aber jetzt hat sich Speedy leicht vertan. Arkab ist wieder in. Oh, gab es da Kontakt? Auf jeden Fall ist Arkab wieder vorbei. Der lässt sich die Position nicht so einfach wegnehmen. Also die beiden zeigen uns hier wirklich das Duell des Rennens bisher. Jetzt spielt wieder ganz nah dran. Hier ist es ganz, ganz schwer vorbeizugehen. Arkab hier mit Kampflinie ist natürlich eine schwierige Stelle zum Überholen. Jetzt geht es hier wieder bergab runter.
und dass Billy mit quersteht. Und wieder Akab mit dem Fehler, ausgangs auf die lange Geraden, aber jetzt sind die beiden schon nebeneinander. Das ist schwierig, jetzt zeigt sich mal, wer ein bisschen mehr auf Topspeed eingestellt hat. Oder auch nicht, weil Speedy da ins Gras kam. Die beiden haben mittlerweile auch schon einen netten Rückstand nach vorne. Klar, die Kämpfe kosten Zeit und ich glaube, jetzt beschäftigen wir uns da mal wieder ein bisschen mehr mit vorne, beziehungsweise gucken wir auf die Abstände. Aber vorne, ich habe echt allein Respektsabstand. Mindestens ein, zwei Sekunden. Deshalb erlaube ich es mir mal auch hier zu bleiben bei den beiden. Es war jetzt auch noch keiner in der Box. Hätte ich vielleicht jetzt erwartet, wenn jemand einen ganz frühen Stop macht. Aber jetzt scheint Speedy wieder zu weit weg zu sein von Akab. Folgt jetzt kein Angriff. Gut, dann gucken wir mal wieder ein bisschen nach vorne. Und hier haben wir MF, Hater. V ist ein bisschen weiter vorne. Also es zieht sich doch noch ein bisschen mehr auseinander. Auch Elias kam weiter weg. Aber man sieht zum Beispiel bei ja. Schwieriges Wort, Elias. Der hat schon einen größeren Reifenverschleiß als VSI, wenn auch nur in geringem Maße. Und ich denke, da werden einige ins Grübeln kommen, ob man da nicht auch durchfahren kann. Kane scheint währenddessen seinen Vorsprung noch weiter ausgebaut zu haben. Bei dem auch schon 9,8 vorne. Bei Renner aber ebenso. Und ich glaube, Renner wird auch so langsam ein bisschen in Druck gesetzt. Ne, sah jetzt auch nur so aus auf dem Black Screen. Ja, bisher ein Rennen mit wenig großen Duellen, beziehungsweise Speedy hat das Auto kaputt gehauen. Ich dachte gerade, er ist in der Ecke gefallen. Das ist natürlich bitter. Er hat sich so ein schönes Duell mit Dark Cup geliefert. Aber biegt jetzt in die Box ab, ist natürlich ein guter Zeitpunkt, weil jetzt wäre sowieso die Boxen. Ja, jetzt wäre es sowieso Zeit, so langsam für die Einstopper. Gut, dann machen wir uns weiter auf die Suche nach einem Duell. Das ist halt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, alle sehr, ja, sehr abgeklärt. Wir wissen genau, was sie machen. Wie gesagt, es ist mit auch eines der schwierigsten Rennen hier. Beziehungsweise sind die beiden schwierigsten Rennen, die hier jetzt auf uns zukommen. Morgen das zweite auf meinem Kanal. Jetzt warten wir doch gerade mal ab. Ob jetzt nicht der erste an die Box kommt. Bei Andy auch schön zu sehen, hat man einen schlechteren Reifenverschleiß als Renner. Und wir haben den ersten in der Box, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben Kane in der Box. Holt sich frische Reifen ab. Damit Renner natürlich jetzt der neue Führende vor Andy. Das ist natürlich die Frage, wo kommt Kane wieder raus? Das sind Elias, VSI, MF vorbei. Hater ist auch durch. Hater da weit draußen. Und dahinter kommt Kane aus.
Da will sie jetzt natürlich seinen Vorsprung sichern. Beziehungsweise geht wahrscheinlich auch davon aus, dass alle in die Box gehen. Aber jetzt hat eine schöne Lücke. Ich weiß nicht, haben wir ja etwa den ersten Sektor? Ja, den hatten wir ja schon. 6 Sekunden hat er auf Hater. So ein neuer Reifensatz, der ist circa in den Drehrunden, glaube ich, 2 Sekunden schneller. Das heißt, er hat jetzt ungefähr 3 Runden Zeit, bis er auf Hater aufläuft. Solange müssen wir jetzt natürlich gucken, wer geht noch an die Box. Also das Spielchen ist jetzt eröffnet, wer geht wann. Oh, Robi da macht Platz. Und der Renner gerät, glaube ich, auch immer mehr unter Druck von Andi. Ja, da sieht man auch wieder, Andi aufholt. Das ist natürlich noch zu weit weg für einen Angriff, wobei Mercedes hat mit dem besten Topspeed im Fahrerfeld. Von dem her sollten für ihn ja auch noch die Angriffe am leichtesten möglich sein. Aber die beiden Flinten gehen nicht in die Box. Schauen wir mal nach hinten. Elias, der jetzt Dritter ist, ebenfalls nicht. Forsy auch nicht. Und MF glaube ich auch nicht. Also hat der Kane eine ziemlich schwierige Aufgabe vor sich. Weil es war jetzt niemand an der Box. Es war kein weiterer Fahrer in der Box. Und wenn die wirklich alle ohne Stop durchfahren, und Kane, der war jetzt eben, der muss sich dann durch das ganze Feld vorkämpfen. Okay, er hat die frischeren Reifen, er hat die Möglichkeiten zu überholen. Aber trotzdem, wenn die alle nicht in die Box gehen, dann muss er sich da erstmal durchkämpfen. Und dann kann es sein, dass der Zug nach ganz vorne vielleicht schon abgefahren ist. Auch wenn er jetzt vielleicht 2 Sekunden pro Runde schneller ist. Man kann ja mal gucken. Oh, da hat er, glaube ich, gleich einen Wandkontakt gehabt. Hat auf Renner, ja, es sind 19 Sekunden sogar. Du musst quasi pro Minute 1 Sekunde abknabbern, wenn man so auf die verbleibende Rennzeit guckt. Boah, Kane da absolut am Limit. Da gibt es natürlich richtig Gummi. Und er ist auch gleich an Hater dran. Was die Sache nicht einfach macht, weil er kommt jetzt vielleicht genau an der falschen Stelle ran. Robi hat schön Platz gemacht. Kann ihn gleich schnappen. Guck mal, 285 zu 275 und 10 km Unterschied. Oh, da qualmt, da war Hater draußen. Und Kane hat sich den ersten geschnappt. Ohne großen Zeitverlust wäre Elias in der Box. Also auch Elias wagt den Boxenstopp. Hater, sein Teamkollege dagegen, bleibt weiter draußen. Bedeutet wieder einen Positionsgewinn für Kane. Schauen wir mal nochmal, wie es im Reifenverschleiß aussieht. Wir haben Renner bei 8,6 vorne. Wir haben Andi, jetzt haben wir natürlich viel, viel schwarzes Bild, aber wir haben Andi schon bei 8,6. Wir haben VSC bei 8,7. Wir haben MF bei 8,8. Das heißt, MF hat die besten Reifen von denen, die noch nicht gestoppt haben. Kane schließt so langsam aus sicher wieder nach vorne auf. Wir haben noch 16 Sekunden Rückstand auf Renner.
Also es wird echt hochinteressant. Vorne, ich behalte auch die Pfeile im Blick, also Andi kommt scheinbar gerade nicht mehr näher ran an Remo. Und wir haben die beiden Teamkollegen. Und mal schauen, wo geht Kane vorbei? Oh, oh, da gab's ein Video. Ei! Da hat's geknallt. Und ich vermute mal, beide kaputt. Na, Mav geht jetzt auf jeden Fall in die Box. Andi ist in der Box. Also viele, viele späte Stops. Wobei jetzt Mav natürlich klar, weil das Auto kaputt ist. Das sieht bei Kane aus. Kane muss jetzt auch nochmal. Ah, das ist ganz bitter für Kane. Hab's jetzt nicht genau erkennen können. Ich kann es auch nur... Ja, aus dem Boxenfunk. Ich habe gerade Boxenfunk abgehört. Der MF wollte wohl den Kane vorbeilassen, ist vom Gas gegangen und der Kane hat nicht damit gerechnet so plötzlich. Ja, da hört man fluchen. Das ist nicht zu überhören. Ja, und damit der zweite teaminterne Crash innerhalb von zwei Rennwochenenden. Beziehungsweise innerhalb sogar von zwei Rennen. Das ist natürlich ziemlich bitter für das Sativa Racing Camaro Team. Da muss man jetzt ja erstmal wieder einen Überblick verschaffen, weil es hat sich natürlich einiges jetzt auch geändert. Bei VSI ist es auf 2, Heta auf 3, Andi nur noch 4 nach dem Stop, Akab auf 5 nach vorne gespült, ist vor Elias. Also ist jetzt doch mal einiges durcheinander gewirbelt worden. Elias natürlich mit dem besseren Reifen als Akab sucht jetzt hier seinen Weg vorbei. Ist ja aber schwierig in den Bergabpassagen. Hinter Elias sehe ich zumindest auf der Karte nicht weit entfernt sind MF und Kane. Für Kane ist jetzt natürlich der ganze Vorteil dahin, weil er jetzt ein zweites Mal in der Box war. Ja, was macht Elias? Elias kommt so allmählich ran an Akab. Die Frage ist jetzt nur, wo vorbeigehen? Versucht ihn auszubremsen? Nein, kann er nicht. Aber jetzt vielleicht. Er hat die frischeren Reifen. Er schert aus. Aber nichts. Er verteidigt Akab Eisen. Ja, aber sonst scheinbar diese Runde jetzt keiner mehr an der Box. Bedeutet der Rest, der jetzt nicht war. Oh, ah, da gab es glaube ich auch leichten Kontakt. Da. Oh! Abflug von Akab. Jetzt Vorsicht, wenn wir da einscheren. Da gab es leichten Kontakt und Akab kam von der Strecke ab und ist in die Wand eingeschlagen, scheinbar. Oder sehr scheinbar, das ist auf jeden Fall passiert, das Auto ist kaputt. Das sah jetzt aber echt gar keinem so schweren Treffer aus. Jetzt muss er sich natürlich auch den Weg an die Box schleppen. Also viele, viele kaputte Autos, eigentlich fast schon ein bisschen nichts zu befürchten war. Auf dem engen Kurs hier. Elias scheint ohne Schaden davon gekommen zu sein, oder? Ja, wackelt ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Auto Audi typisch ist. Oder ob er da jetzt sich irgendwie die Front beschädigt hat. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Außer also sieht es ja bei Elias immer aus. Und MF kommt dahinter näher und Kane. Die haben jetzt auf jeden Fall freie Fahrt. Also der erste mit dem frischen Reifen, das ist Andi. Und der kommt jetzt, glaube ich, auch so langsam an Hater ran. Ja, da geht es jetzt schon ums Podium. Und sobald wir wieder Bild haben, genau, sehen wir auch schon, der ist schon richtig dran. V
Frage gibt es natürlich, wie kann sich Hater verteidigen? Oh, da hat er einen Quersteher. Ja, und da tut er sich schwer. Gucken wir mal, die Reifen sind schon bei 8,5. Und dann muss er Andi auch durchlassen. Der hat noch komplett frische Reifen. Also es wird schwierig für Hater da durchzukommen, aber wenn wir mal schon eh dabei sind, dann können wir mal die Reifen so allgemein durchgucken. Der VSI 8,7, das sieht noch hervorragend aus. Also der kann hier noch ein Weilchen fahren. Und durchaus möglich, dass die Strategie für ihn so ausgeht, dass er den zweiten Platz erhalten kann. Akab ist jetzt in der Box hinten. Ein Renner vorne mit 7,6, das sieht auch ganz gut aus. Kann der Renner hier damit durchkommen? Gucken wir mal auf seinen Vorsprung. 9 Sekunden auf VSI, da ist vielleicht nicht die größte Gefahr. Aber Andi hinter ihm mit frischen Reifen, das ist ein Unterschied vielleicht von, ja, gerade mal 1,5 Sekunden, hat 21 Sekunden Rückstand. Wie gesagt, Andi jetzt vielleicht gerade mal 1,5 Sekunden schneller. Also Renner, nicht unbedingt der schnellste, aber vielleicht der reifenschonendste. Und vielleicht derjenige, der hier das dritte Rennwochenende am Stück einen Sieg feiern wird. Zwei Siege hat er ja bereits. Jeweils in den zweiten Läufen. Genau, ja, hat mich gerade zurückerinnern müssen, genau. Jeweils in den zweiten Läufen, das wäre sein erster Sieg in einem ersten Lauf. Okay, wir haben erst das dritte Rennwochenende, aber da kristallisiert sich so langsam jemand raus, der absolute Meisterschaftsfavorit wird. Aber bevor wir da weiterreden, sind wir bei Elias und MF. MF ist dran an Elias. Hat die frischeren Reifen und Elias versucht sie jetzt natürlich zu verteidigen. Na klar, Elias will erstens nicht so schnell Platz machen. Ja, aber da ist MF schon durch und Kane kommt jetzt auch noch. Man kriegt jetzt noch Windschatten von MF wahrscheinlich. Oder auch nicht. Auch interessante Teamtaktik. Also ich will da jetzt nichts hinterherrufen, aber... nee. Bleiben wir ganz neutral. Ding der MF, der hat das gar nicht im Blick. Oh, Kontakt zwischen Ken und Elias. Oh, Ken ist jetzt auch durch. Ich glaube, der Elias hat auch einen Schaden am Auto. Weil so schwach war er jetzt nicht unterwegs und so viel schwächer sind seine Reifen auch nicht. Ich denke durchaus, dass er sich jetzt da versucht, einfach irgendwie über die Runden zu retten. Wir haben auch nur noch 8 Minuten. Natürlich hat er jetzt versucht, da noch ein bisschen die Camaros abzublocken. Denn vorne ist ja immer noch Hater auf 4, was fürs Team doch ein richtig, richtig gutes Ergebnis wäre, das Rheinland-Team. Wir haben das Buschlag nochmal in der Box. Und Kane wird an MF dran. Mal gucken. Gerade vorhin hat es geknallt. Geht es wieder knallen? Ich glaube nicht. Also so Sportsmänner bzw. so abgeklärt sind die beiden. Und ich denke, zwischen den beiden müssen wir auch nicht unbedingt so einen Hamilton-Rosberg-Kampf erwarten. Wobei es natürlich schon ein Unterschied ist. Der junge Wilde gegen einen erfahrenen Mann und MF lässt ihn vorbei. Das war gerade nicht zu übersehen. Teamorder. Oder aber das Erkennen, dass der Teamkollege einfach schneller ist. Und der vielleicht noch eine Chance hat. Elias in der Box. Da scheint wirklich das Auto kaputt zu sein. Und dann 6 Minuten und ein paar Sekunden noch, beziehungsweise 6,5 Minuten. Gucken wir nochmal nach vorne. Also bei Renner hält auf jeden Fall durch. Der Reifen wird nicht eingehen, Smeggy ist gerade bei ihm in der Nähe. Beziehungsweise war bei ihm in der Nähe.
Also der wird das Ding sicher machen, gehe ich jetzt mal von aus, weil er hat fast 10 Sekunden Vorsprung vor sie. Wir haben Ike in der Box. Kann natürlich auch sein, dass sich manche da einfach übernommen haben jetzt beim Durchfahren. Guck mal, bei Hater 7-4 schon nur noch auf den Reifen. Oh, wir haben einen Unfall, wir haben einen Unfall. Und zwar Kane. Kane steht da. Wo ist denn das? Das scheint in der Schikane bergab zu sein. Und der Motor ist kaputt. Scheint so, wie wenn er in die Schikane rein abgeflogen ist. Und für ihn ist es jetzt natürlich noch bitterer. Hat eine souveräne Pole rausgefahren mit einer Sekunde Vorsprung, hat die erste Rennhälfte dominiert. Und dann der erste Crash mit seinem Teamkollegen und dann, wir haben den nächsten neben der Strecke. Das ist aber Grobi. Der hat auch ein kaputtes Auto. Nein, aber ganz bitter für Kane, was aber auch wieder Chancen eröffnet für den zweiten Lauf. Denn da startet er dann weiter vorne, wobei nach jetzigem Stand, also wir können schon davon ausgehen, oder beziehungsweise wenn man es mal so anguckt, wir haben doch viele, viele kaputte Autos gesehen heute. Ich hatte es angesprochen, die Strecke, es ist schwierig hier. Wir haben enge Leitplanken, aber die Leitplanken sind nicht weit weg von der Strecke. Hinter VSI ist Guschlack. Ich dachte gerade, da ist vielleicht Andi dran, aber... Oh, der ist gar nicht so weit weg. Elias währenddessen hinten an Kane vorbeigegangen. Nein, aber mal durchzugucken, außer den ersten fünf. Ja, okay, nee, MFs Auto war auch mal kaputt, also außer den ersten vier hatte jeder mal irgendwie einen Schaden am Auto. Also in dem Rennen zahlt sich wirklich aus, wer das Auto nicht kaputt hält, der hat beste Chance nach vorne. Da war Guschlack gerade, Guschlack war gerade ganz kurz vorm Abflug, glaube ich. Mal, Aether kann das Ding auch durchretten. Der Map ist zu weit weg. 17 Sekunden, ja, das wird nichts für MF. Und das Spannendste haben wir jetzt noch zwischen Andi und VSI. Ja, der ist dran. So sieht zumindest den Namen nach aus. Um Platz 2. Renner ist jetzt ein Stückchen weiter vorne. Also wir haben jetzt hier, würde ich schätzen, mal die vorletzte Runde. Und alles andere scheint weit versprengt zu sein. Durch die Beschädigungen, durch die Boxenstops ist das Feld doch schon ziemlich auseinandergezogen ansonsten. Auf die Zeiten, ja, 1,59, 1,2,1, 3 Sekunden Unterschied zwischen VSI und Andi. Und Renner vorne 10 Sekunden weg, ja, das hat nicht mehr. Oh, Smitty macht schön Platz über die Schikane. Da hat man jetzt auch mal die Schikane richtig gesehen, da kann man auch sagen, oh, Guschlack an Smitty vorbei, beziehungsweise hat sich zurückgerundet, dadurch auch. So, jetzt schauen wir doch mal. Jetzt könnte der Angriff kommen von Andi. Für VSD ist die Strategie auf jeden Fall so oder so voll aufgegangen. Jetzt sind die beiden nebeneinander. Und Andi ist auch wohl durch. Ja. Das Ding dürfte auch entschieden sein. Damit hat Andi seinen zweiten Platz quasi zurückgeholt und VSI, das wird sein erstes Podiumserlebnis, wenn er so über die Linie kommt. Aber ich denke, er wird so über die Linie kommen, weil mit 7-5 vorne, also die Reifen stellen in der letzten Runde hier keine Gefahr mehr dar.
Smeddy haben wir jetzt nochmal in der Box. Hater wird das Ding auf Platz 4, denke ich, auch durchretten. Für ihn ist es natürlich auch ein Riesenergebnis. Ich glaube sogar sein Bestes in der Saison. Ich habe jetzt die Ergebnisse nicht genau im Kopf. MF, ja gut, mit dem Crash wäre dann ein 5. Platz. Das, ja, ohne Crash, wenn er ohne Boxenstopp durchfahren kann, schauen wir doch mal so ca. 30 Sekunden weiter vorne. Ja, wäre Platz 4, Platz 2 rum. Also auf jeden Fall vorne dabei. Elias müsste vielleicht noch den Angriff von Kano erfrüchten. Gucken wir mal, jetzt haben wir leider kein Bild, aber wir haben die Abstände. 58,4 zu 58,3. Die beiden geben gerade richtig Vollgas. Nach 2 Sekunden wird auch der Kane schlicht noch weit machen können. Speedy auch auf Platz 8. Ist mittlerweile auch nicht mehr weit weg von Arcup, beziehungsweise Arcup ist nicht mehr weit weg von Speedy. Eck sieht momentan nach einem 10. Platz aus, aber jetzt muss ich gerade gucken, wo ist der Führende, denn Renner ist schon auf dem Weg Richtung Ziel. Die Zeit ist abgelaufen, er kommt jetzt gleich auf die letzte Kurve zu und ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt gleich noch ins Bild. Wäre schade, wenn wir den Sieger nicht im Bild hätten. Aber da ist er, 3. Saisonsieg für Renner, deutlicher Ausbau in der Meisterschaft. Andi auf Platz 2 im Ziel, wenn wir es zu Gesicht bekommen, genau. VSI, Podiumsplatzierung mit Platz 3. Hater auch, Riesenergebnis, 4. Platz. Da freut er sich auch entsprechend, das kann er auch. Vor allem, weil er es auch ohne Boxenstopp durchgeschafft hat. Nachdem er in Motegi ja solche Reifenprobleme hatte. MF eben am Ende 5. Die Berundeten sind auch schon zum Teil im Ziel. Aber jetzt gucken wir mal, hat sich da noch was getan? Nee, Elias und Kane liefern sich noch eine Highspeed-Jagd. Das sind die beiden letzten, glaube ich. Die noch ins Ziel müssten, oder? Ich glaube, das sind noch welche. Auf jeden Fall, Elias kann den 6. Platz sichern vor Kane, dass der 7. wird. Und wir haben noch Leute unterwegs. Ja, die müssen wir natürlich auch noch alle ins Bild nehmen. Denn hier schalten wir ja nicht vorher ab. Speedy, sein Auto ist auch wieder kaputt. Hat vorne links einen Schaden, wobei er eigentlich ganz rund fährt. Am Ende 8. A-Cup, das Auto ist doch wieder kaputt. Das schleicht nur noch, da hat er sich irgendwas kaputt gefahren. Wir haben Ike. Das wird doch nicht auf den letzten Metern hier noch ein dramatisches Finish um Platz 9. Aber ich glaube, A-Cup hat genügend Vorsprung gerade so, dass er das hier über die Linie rettet. Ja, da rettet er seinen 9. Platz über die Linie. Ike wird 10. Und Smeddy 11., Guschlack 12., Grobi 13. Gut, hier nochmal eine kurze Übersicht, wie das Ergebnis ist. Und dann hier noch die Gesamtwertung nach 5 Läufen in der OSR-Meisterschaft. Renner baut seine Führung aus, hat jetzt 55 Punkte. Kane ist jetzt punktgleich mit MF, ist nur wegen der größeren Anzahl an Siegen 2. A-Cup 4. Guschlag 5. Also Morgan Racing Team auch geschlossen auf 4 und 5. Hater 6. VSI 7. Andi auf 8 vor. Elias 9. Grobi 10. Smeddy 11. Speedy 12. Darkboy hat leider im ersten Lauf gefehlt. 13. Ike auf 14 und ja, TK Clio und Ben Zemitzel nicht gestartet beide.
zum wiederholten Male. In der Teamwertung bedeutet das auch Folgendes, denn das Sativa Racing Camaro Team baut seinen Vorsprung aus. Mobbrain Racing behält seinen zweiten Platz, aber das Rheinland Racing Team um Hayter und Elias sind jetzt am Sativa Racing Mercedes Team um Andy und Grobi vorbeigegangen. Gamecore Racing auf dem fünften Platz mit 19 Punkten. Ja, morgen dann das zweite Rennen mit umgekehrter Startreihenfolge und der Möglichkeit auf Regen. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.